Für Team Süd geht es weiter in Bechtheim in Rheinhessen. Diese Region ist berühmt für ihren Wein. Bis der in der Flasche ist, gibt es auf den Weingütern viel zu tun. Auch der junge Winzer Johannes Geil könnte Hilfe in den Weinbergen gebrauchen. Schön, dass ihr da seid, auch hier auf dem Weingut. Wir sind mitten in der Saison, Arbeit haben wir genug und wir haben sogar ein paar Aufgaben für euch. Auf einem Weingut helft ihr bei der Traubenernte. Achtet auf die Rebsorten, die ihr kennenlernt. Also es gibt nicht nur eine Weinsorte. Nein, es gibt viele Rebsorten. Wir haben einige davon im Anbau. Die möchten wir euch heute zeigen, dass ihr mal seht, wie in Deutschland Wein gemacht wird. Ich habe für jeden von euch eine Rebschere mitgebracht. Das Schwierigste ist eigentlich, nicht so viel Trauben zu essen. Das ist eigentlich das Schwierigste bei der Arbeit. Das Ernten der Trauben nennt man Weinlese. Wichtig ist, dass wirklich nur reife und frische Beeren in den Eimer kommen. Super, aber ich habe schon ein bisschen Bauchweh, weil ich habe sehr viele gegessen. Welche Rebsorte ist das? Das ist die Muscatella-Rebe. Die Muscatella-Rebe ist eine der ältesten Kulturreben, die es gibt und zeichnet sich durch den schönen, würzigen Muskatgeschmack. Der Riesling ist Deutschlands wichtigste Rebsorte. Gibt ganz, ganz hervorragende Weine. Riesling ist nicht so schön wie Muscatella. Hat ein bisschen mehr Säure und auch noch ein bisschen was Grasiges. Und die müssen noch ein bisschen am Stock bleiben. Gut. Zurück im Weingut. Die Beeren in diesen Bottichen müssen gestampft werden. Und draußen auf dem Hof wartet schon die dritte Rebsorte. Welche Sorte ist das? Das ist Sauvignon Blanc. Und jetzt probiert man eine Beere. Die Beeren haben ein sehr schönes, pfeffriges Aroma, das nach grüne Paprika schmeckt. Sauvignon Blanc ist eine Rebsorte, die aus Frankreich zu uns gekommen ist und in den letzten Jahren hier starke Verbreitung gefunden hat. Ich habe drei Rebsorten heute kennengelernt. Und ihr sollt aus diesen fünf Rebsorten diese drei rausfinden und zuordnen. Das war der erste Muscatella. Ich denke das. Der Muscatella zählt zu den Sorten, die dieses schöne Muskataroma haben. Und die zweite Sorte war Riesling. Riesling hat immer ein bisschen mehr Säure als der Muscatella. Ich kann das leicht erkennen. Die Sorte haben wir in Ägypten. Ich finde, diese Sorte ist ganz süß. Ja, ne? Stimmt. Muss nur ein bisschen Säure. Das war der Säure. Ja, nicht so reif. Ja, stimmt. Die Beeren haben ein sehr schönes, pfeffriges Aroma, das nach grüne Paprika schmeckt. Ich habe keinen Paprika im Mund. Bleiben wir so? Ja. Okay. Jetzt zeigt sich, wie gut die drei aufgepasst haben. Was ganz einfach war, ist der Muscatella. Das ist auch richtig. Süße Muskataroma. Diese Beeren hier sind deutlich saurer als alle anderen. Riesling und Sauvignon Blanc haben die drei nicht erkannt. Für euch gibt's heute leider kein Ticket. Es steht weiterhin 3:3. Diese Aufgabe hat das Team leider nicht geschafft. Kein Ticket.